Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Fanpost Unboxing. Und zwar haben wir heute zwei große Briefe, nämlich einmal einen sehr gefüllten Umschlag und einmal eine Tinbox, die mir an eine Ausweichadresse geschickt wurde, weil es quasi ein Paket war. Und die habe ich auch schon sortiert und die werden wir gleich durchgehen. Da sind nicht so viele Karten drin, aber einige schöne Holos und so. Und die will ich auf jeden Fall auch mal zeigen. Ist aber nicht so riesig, dass man da jetzt unbedingt ein einzelnes Video zu machen müsste. Wie auch immer, wir fangen direkt mal an mit dem Briefumschlag und dann machen wir die Tinbox, die echt cool ist. So, der Brief ist auch schon offen und wir schauen mal, was da drin ist. Zunächst mal ein paar Karten, Nummer 3, okay. Dann ein Fanbrief, alles klar. Dann die Nummer 4. Und die Nummer 1 und 2. Und gibt es noch eine Nummer 5? Ist jetzt die große Frage. Es gibt auf jeden Fall nochmal sowas hier. Das ist seine Adresse, alles klar. Dann habt ihr gerade einen wunderschönen Wotan gesehen mal wieder. Finden ja alle ganz cool, dass ich das mit Wotan zensiere immer. So, weg damit. Und dann legen wir mal hier die Nummern hin. Und schauen dann gleich, was da drin ist. So. Oh Gott, Schreibschrift. Hallo lieber Christopher, mein Name ist Dennis und ich schicke dir nun meinen zweiten Brief. Leider ist der erste bei dir nie angekommen. Oh, das ist blöd. Es könnte natürlich jetzt sein, dass es in einem Opening war, das ich noch nicht hochgeladen habe zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn es wirklich weg ist, dann tut es mir leid. Aber es gibt halt immer eine geringe Chance, dass ein Brief wegkommt bei der Post. Das kann ich leider nicht ändern. Wenn ja, dann sehr, sehr schade. Ich wollte dir eigentlich einen PC-geschriebenen Brief schicken, aber leider ist mein Drucker kaputt. Das passiert irgendwie häufig, ne? Aber gut, ehrlich gesagt ist mir auch schon oft ein Drucker kaputt gegangen. Ich hasse es. Warum sind Drucker immer kaputt? Also gibt es mal was Handgeschriebenes. Ich muss schon sagen, dass ich schmunzeln musste, wo ich erfahren habe, dass du als einer der größten und besten deutschen YouTuber keine Karten besitzt. Ich hoffe, diese Karten helfen dir ein bisschen. PS, weitere Briefe werden folgen. Cool, Dankeschön. Dann schauen wir mal, was du mir geschickt hast. So, Fanbrief dahin und dann fangen wir direkt mal an mit der Nummer 1. Ich würde mal sagen, wir halten auch die Reihenfolge ein. Denn sonst hätte er auch keine gemacht, wenn er das nicht wollen würde. So, mal wieder gesichert. So gehört sich das. Und alles schon eingehüllt, sehr schön. Die Hüllen kann ich gut gebrauchen. So. Zur guten alten Kreppband, ne? Ups. Nicht knicken, das wäre schade. Das ist halt immer das Problem. Bitte nicht direkt Kreppband oder Klebeband an Karten machen, selbst wenn sie eingehüllt sind. Das kann die Karten immer beschädigen. Ist immer gefährlich. So. Wir haben leitendes Licht in Kammern, oder? Genau. Dann Schattenpuppe Hund, einmal Sprengkugel, eine sehr schöne Retro-Karte, wie ich finde. Gerfried Eisenritter, dann Künstlerkumpel Chiermaulwurf in Rare, die erste Rare. Übrigens sind das hier die perfekten Hüllen. Die hätte ich gerne. Wenn ihr die habt und ihr nicht mehr braucht, dann schickt die mir gerne. Weil die haben die perfekte Größe, sind schwarz, das ist quasi meine Lieblingshüllenfarbe, und sind matt. Ist einfach perfekt so. Aber wenn ihr die in, ja, normal habt, also nicht in matt, dann sind die auch prima. Also auf jeden Fall sind es die besten Hüllen, die ich so bekommen kann von euch eigentlich. Dann Jin, Wahrsager der Rituale, in Super Rare, sehr schön. Dann Geistungeheuer, Zähmer, Ältester, in Secret Rare? Moment. Dadurch, dass sie matt sind, kann ich das jetzt nicht so gut sehen. Ja, ein Secret. Cool. Okay. Ich wusste nicht, dass diese Karte in Secret Rare gedruckt wurde von den Geistungeheuern. Interessant. Aber umso besser. Secret Rare nehme ich immer gerne an. Ich habe den Müll jetzt mal. Wo waren wir? Da. Magische Steinausgrabung. Ein Tag voller Frieden. Sehr schöne Kammern eigentlich. Überraschungsballons. Dann Törichtes Begräbnis in Ultra Rare. Oder in Rare. Mich schnell erfahren. Wahrscheinlich ein Rare. Ja, ein Rare, okay. Rare war da, genau. Dann Begegnis aus einer anderen Dimension in Super Rare, glaube ich. Seelenerlöser in, ich glaube, Super Rare. Fortgeschrittene Ritualkunst in Super Rare ebenfalls. Yangxing Brutalität in Kamen. Anordnung des Künstlers in Kamen und Kastenfaust. Okay. Ist immer schwierig zu sehen, ob das jetzt super rare ist oder nicht, weil die halt eingehüllt sind, ne? In matte Hüllen. So, Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ich matte Hüllen sage, müsst ihr einen trinken, okay? Ich übernehme keine Haftung. Ah!
Mach auf. Ja, das Kreppband. Aber auch die sind wieder eingehüllt, sehr schön. Oh, ich sehe schon mal Goldkarten. Und eine unheilverkündende Schlange, die ja mittlerweile wieder auf 3 ist, weil sie nicht mehr gut ist. Dank des Erratums. Na, schaut mal, direkt eine zweite. So, weg damit. Scheiß Kreppband. Wir haben unheilverkündende Schlange in Gold. Dann noch einmal. Fallenständerin Dionaea. Der beste Name aller Zeiten in Gold. Und noch einmal. Dann eine Atrax in Gold. Eine Nepenthes. Einmal schädelsuchende Ritter, den ich ja, glaube ich, mittlerweile schon in Japanisch habe, ne? Das war doch die Karte, die ich in Japanisch hatte. Dann ein Bujin Yamato. Sehr cool. Das ist nice in Gold. Ich wusste gar nicht, dass es die Bujin-Karten in Gold gibt. Löwenzahnlöwe, auch eine sehr gute Karte. Duality, auch eine sehr gute Karte. Noch einmal. Rangsteigerungszauber Astralkraft. Und Schleier der Finsternis. Sehr, sehr coole Gold Rares. Danke dafür. Und dann Paket Nummer 3. Wäre cool, wenn die in der Spannung ansteigen würden, diese Pakete. Aber dann hat er jetzt schon mal hier das Maß sehr hoch gesetzt, ne? Fände ich aber nice. Natürlich. So, und auch da ist wieder Kreppband in die Karten. Wie gesagt, keine so gute Idee. Weg mit dem Müll. Den ich dieses Mal leider selbst wegräumen muss, weil Viola nicht da ist. So. Oh, guck mal. Ein Santa Claus. Das ist eine sehr coole Karte. Muss ich auch mal in das Format mit den besten Artworks reinnehmen. So, wir haben einmal den Weihnachtsunterwäldler. Wie gesagt, Santa Claus in Englisch. Dann noch einmal. Dann haben wir Absoluter König. Düsenjack. Okay. Auch in Secret. Okay. Ich nehme an, dass die alle in Secret Rare sind jetzt. In Gold Secret. Und noch einmal. Dann Tristan, Ritter der Unterwelt. Einmal Isolde, Schönheit der Unterwelt. Ja, das sind alles Secrets. Das weiß ich. Dann einmal Schwarzflügel, Pinaki, der zunehmende Mond. Einmal Pero, Pero, Zerperus. Cool. Rosenfreundin, Schwarzflügel, Chris. Das Morgengrauen. Dann Grümpelriese. Maskierter Held Anki. Sehr cool. Eine sehr, sehr geile Karte. Und noch einmal. Dann einmal Schwarzflügel. Oh Gott, kann man kaum lesen. Ich weiß, dass er Joe heißt. Obsidianfalke Joe, glaube ich. Ich kann es aber kaum lesen. Ja doch, das steht da. Dann einmal Armades. Sehr, sehr cool. Die kann ich gut gebrauchen. Hatte ich noch nicht. Und ein Formelsynchron. Ebenfalls eine sehr coole Karte. Ja, bisher steigen die in ihrer Spannung an. Die Pakete. Gefällt mir sehr, sehr gut. Riesiges Danke an dich und sehr schade, dass der erste Briefschreiber verloren gegangen ist. Aber seine Schriftart sagt mir was. Ah, ich weiß es nicht. Ach, schaut mal, Booster Packs, oh, wie cool. The Dark Illusion, Moment. Konnte da nicht der Topf der Begierden drin sein? Das wäre natürlich jetzt richtig krass. Das würde mir auch ein bisschen leid tun, dass er mir die dann geschickt hat, ne? So. Aber gut. Dann schauen wir mal, was da drin ist. So. So. Oh Gott. Jetzt klebt es da noch fest. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Zwei Pakete. Ach, schaut mal. Breakers of Shadow. Fangen wir damit mal an. Da ich das Booster-Effekt noch nicht habe, werde ich mal versuchen, es schön zu öffnen, weil ich heb mir ja ein Exemplar von jedem Booster auf. Ein schön geöffnetes. Für meine Sammlung. Ist ganz cool. So, das lege ich mal noch da. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Wir haben Dämmerungsninja, Nichirin, der Shunin. Dann einmal Dino-Nebel, Ceratops. Ein superstarker Samurai, vorbereitete Verteidigung. Einmal superstarker Samurai, Centaur Kyubi in Rare. Und, oh, sehr, sehr cool, ein Ultra-Rare. Shiranui Shogun Sage. Ist ja keine Ultra-Rare garantiert, könnte auch nur ein Super-Rare sein, deswegen sehr, sehr cool. Auch wenn ich sie schon mal habe. Wo waren denn die Super-Rares? Waren die hier? Ich glaube schon. Moment, das waren die Rares. Und das war ja eine Ultra-Rare. Hatten wir schon Ultra-Rares? Ich glaube nicht. Kriegst du mal nach da. Dann Dino-Nebelige Kraftladung. Zerstörungsschwertkämpfer Fusion. Shiranui-Stil, Schwalbenhieb und Künstler Hurricane. Alles klar.
So, kam jetzt nach da. Und dann öffnen wir mal das letzte Paket. So, beten wir mal, dass was Schönes hier noch rauskommt aus dem Booster-Pack. Wir haben Roter Wag, Traminenfestung, Metalphose-Konter, Pendelgrube, dann Spioral-Ausrüstung, der große Rote und Metalphose-Kombination. Okay, schade. Die habe ich schon sehr oft. Aber trotzdem cool, dass du mir Booster-Packs geschenkt hast. Die sind immer spannend für die Openings, deswegen sehr, sehr nice. Wenn ihr Booster-Packs übrig habt, dann ja, könnt ihr die gerne auch in den Fanbrief reintun, weil das lockert das Opening so ein bisschen auf. Ist so ein bisschen eine Überraschung, was da drin sein kann. Dann Zerstörungsschwerterinnerung, ein Gofu und einmal Vereinigte Front als Commons. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Tinbox aufmache, die da vorne liegt. Und da haben wir auch schon besagte Tinbox. Wie gesagt, ich habe die schon sortiert und auch schon geöffnet, deswegen weiß ich, was jetzt hier drin sein wird. Und wir schauen einfach mal, was es hier so drin gibt. Zunächst mal gibt es hier einen Fanbrief. Und hier habe ich die Mint-Karten, da die Plate-Karten und da die Holos und Rares. Und die werden wir uns gleich anschauen. Aber erst mal den Brief. Lieber Christopher, dies sind die versprochenen Yu-Gi-Oh!-Karten. Sie sind zwar schon etwas älter und ich habe sie auch nie im kompetitiven Bereich eingesetzt, allerdings hoffe ich, dass du die ein oder andere vielleicht doch gebrauchen kannst. Ach, bestimmt. Mach so weiter wie bisher. Ich finde, dass du einer der sympathischsten YouTuber bist. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen, Lukas Kaiser. Alles klar. Dann würde ich sagen, Lukas, schauen wir uns mal an, was du mir so geschickt hast. Wir fangen direkt mal an hier mit den Mint Commons und den Plate Commons, die ich hoffentlich rausbekomme, ohne den Stapel mit den Holos umzustoßen. So, genau. Wir beide einfach mit so einem Neos anfangen. Dann haben wir hier die Rares und Holos. Gibt auf jeden Fall einiges Cooles hier drin. Schauen wir uns gleich an. Und hier sind eine Menge Hüllen noch. Das sind leider die großen Hüllen, sodass ich sie nicht so gut verwenden kann. Aber ich frage mich halt immer, warum sind die so groß? Ich meine, die sind zu groß für Yu-Gi-Oh!-Karten eigentlich. Man kann sie trotzdem drin lagern, was ich auch tun werde. Was ich auch bisher schon mache mit den Hüllen, die ich so bekommen habe. Aber naja. Die Karten schwabbeln da drin rum. Sind es Magic-Hüllen vielleicht? Umfunktionierte? Ich weiß es ja nicht, aber kann ja sein. Und hier sind auch noch so ein paar Klarsicht-Hüllen. Okay, cool. Weg damit. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Commons an. Ich werde die jetzt mal nur durchrotieren, weil sonst würde das Opening heute Ewigkeiten gehen. Aber wir schauen uns mal an, was so an Plate-Karten dabei war. Bei coolen Karten werde ich aber trotzdem noch was dazu sagen. Einmal Neos und nochmal Neos und dann hier noch ein paar andere coole Normal-Monster-Karten. Die wurden ja so ein bisschen in den Schatten gestellt von ABC, ne? Ich hätte es schöner gefunden, wenn die ABC-Monster irgendwie, naja, die XYZ-Monster ins Deck mit aufgenommen hätten. Ich meine, bei den Magnetkriegern ist es ja auch so. Die Elektromagnetkrieger spielt man doch normalerweise mit den alten zusammen, oder nicht? Ich glaube schon. Bei ABC ist es leider nicht so. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Oh, ein cooler Gar, ja, nice. Stiller Abgrund, auch eine schöne Karte vom Artwork her. Ziemlich simpel gehalten. Da ist nochmal Z. Schattengräber, man erkennt fast gar nichts, alles klar. Kodarus mit Umi, auch eine sehr schöne alte Karte. Da ist noch ein Ziehbefehlshaber, ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Keine schlechte Kammern. Glowmoss, ist doch schon etwas schlechter. Krebons. Auf jeden Fall einige bekannte Sachen dabei. Oh, der ist auch cool. Elementarheld Storm Neos. Wird nicht gespielt, aber ist ganz nett. VW Tiger Katapult, eins von den schlechten ABC XYZ Fusionen. Gaia Ritter, Aufschlagen. D-Synchro auch sehr schön für Sagenhaft beispielsweise. In Zahlungnahme eh mal eine gute Karte. Schock in Erinnerung, schwerer Sturm. Router auch immer schön. Wiedergeburt. Creepy Born, ne? Enemy Controller auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall mal wieder einige coole Commons dabei. Jagdgründe der Harpien ist auch nicht schlecht. Fallgrube. Icarus-Angriff, sehr schön. Hab ich auch immer gern ein paar. Regeki-Brecher. Spiegelkraft, auch nett. Ja. Und nochmal eine Mauer und ein Call. Also auf jeden Fall einige schöne Commons mit dabei. Und dann noch den Stapel hier, den Mint-Stapel, der direkt in meine ja, größere Sammlung reinkommt, die ich oben im Schrank lager. Aber dazu werde ich mal ein Video machen, wie ich meine Karten so sortiert habe und so. Denn ich habe da mein ganz besonderes System. Einmal ein Neos, Chaos-Hexer, Seepferd-Kaiser,
und diverse andere coole Karten. Da ist Y und W. Stimmt, es gibt ja auch V und W. Ganz vergessen. So, ein Hummingbird. Da gibt es auch 1000 Lifepoints dazu, oder? Also tausende, genau. 500 Lifepoints pro Handkarte des Gegners, das ist einiges. Marshmallow, sehr cool. Nehme ich auch gerne an. Das ist eine schöne Karte für Fundecks nach wie vor. Kann die Gegner halt ein bisschen abfacken. Kreaturentausch auf Italienisch oder so. Keine Ahnung, Spanisch. Verräterische Schwerter. Es gibt ja eine Antikarte gegen verräterische Schwerter, ne? Ein Effektmonster namens Wetterbericht. Muss ich auch mal reinnehmen in die schlechtesten Karten. Dann Buch der Verfinsterung. Book of Eclipse ist aktuell eine Metakarte. Deswegen sehr schön, dass die hier drin ist. Buch des Mondes und ein paar MRTs. Auf jeden Fall ein paar coole Staples. Angst und Jagendes Gebrüll, sehr schön für ein eventuelles Chamber-Deck, das ich vielleicht mal bauen könnte. Wenn ich da noch ein paar Karten bekomme. Torrential, auch schön. Und ein paar Judgments. Wenn die wieder erlaubt werden, ja, geht die Party ab. Wäre auf jeden Fall keine gute Idee von Konami. So. Ups. Der arme Neos ist schon gedamaged genug. Da würde ich sagen, schauen wir uns mal die Rulos an. Und ich werde jetzt mal kurz das Ganze in Stapel aufteilen, sodass ich das hier... Wobei, nein, wir machen es anders. Ich ziehe die einfach immer so. Wir haben Stufenbeschränkung Gebiet A in Rare. Dann haben wir Hirngefährdung in Rare. Und die Raritäten gehen quasi immer nach oben. Also von Super Rare bis zu Secret Rare quasi. Beziehungsweise von Rare bis zu Secret Rare. Dann haben wir Eisbahn. Das ist eine coole Karte vom Artwork her. Die kannte ich gar nicht, nice. Dann einmal nochmal Eisbahn. Dann Wachminen. Wir haben Verteidigungsziehen. Auch eine interessante Karte, die aber nicht so gut ist, leider. Dann Strahlende Zukunft. Und Kettenverschwinden. Das ist eine relativ gute Side-Deck-Karte. Ich glaube, gegen Phantom Knights und so war die ganz nett. Dann Falle der Finsternis in Rare. Einmal Neo-Weltraum, leider nicht so gut, wie sie sein könnte. Neo-Weltraum ist ganz cool, aber irgendwie, naja, das Deckthema ist nicht so stark. Dann telekinetische Aufladungszelle. Psi-Gespürzone. Dann Psi-Lebenstrancer. Okay, ganz coole Karte. Einmal Elementarheld Glow Neos. Und so langsam hören auch die Rares auf. VWXYZ Drachen-Katapultkanone. Auch eine sehr schöne Fusion. Schade, dass die nur Rare ist. Ich hätte die irgendwie cooler gedruckt, glaube ich, wenn ich Konami wäre. Dann DD Telepon. Dann Psi-Ungeheuer. Auf jeden Fall ein paar Psi-Karten hier. Schweigende Psi-Kleriker. Gehört zu diesem Psi-Deck-Thema, zu diesem schweigende Psi-Deck-Thema. Ganz cool eigentlich. Und noch einmal. Und dann, hups, haben wir Neoraum Pathfinder. Und noch einmal. Und sichere Zone in Super Rare. So, und das sind jetzt alles Holos. Richtig krass. Sehr, sehr cool auf jeden Fall als Einsendung. Sichere Zone in Super Rare. Dann haben wir ein Scapegoat in Super Rare. Und ein Grenosaurier. Nach wie vor keine so schlechte Rang-3-X-Monsterkarte. Ein Stardust Dragon in Super Rare. Richtig, richtig cool. Hatte ich bisher noch gar nicht. Soweit ich weiß. Dann ein kolossaler Kämpfer in Super Rare. Einmal Rotdrachen Ersinterwäldler, quasi das Gegenstück zu Stardust. Einmal Elementarheld Grand Neos in Super Rare, auch eine sehr coole Karte. Und dann Geheimwachen der Eisbarriere in Super Rare. Bei Eisbarriere gibt es ja auch eine ganze Menge coole Holos, aber von denen habe ich mittlerweile fast schon genug. Dann Zeitflüchtling. Dann Dunkeltau der Eisbarriere. Wie gesagt, mal wieder eine Holo von Eisbarriere. Dann Wirbelkavallerist, eine schöne Karte für Metal 4 beispielsweise. Haben wir, glaube ich, darin gespielt. Hexenmeister der Eisbarriere. Und dann Geomantikerin der Eisbarriere. What the fuck, was heißt Geomantiker? Sagt mir gar nichts. Dann Zauberbrecherin der Eisbarriere. Und noch einmal. Und einmal Heiliger Geist der Eisbarriere. Wie gesagt, Eisbarriere hat so viele Holos. Holy shit. Ein Stratos, sehr cool. Wenn er mal wieder zurückkommt. Auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Dann ein Samurai der Eisbarriere. Und ein Geschützturmkrieger. Dann königlicher Ritter der Eisbarriere. Ups. Und Wurm Warlord. Sehr cool, ich mag ja diese alten Wurm-Super-Rares.
Einmal Urmaterialdrache, auch eine sehr, sehr geile Karte. In Mint auch, sehr schön. Einmal Medium der Eisbarriere. Und einen blauäugigen weißen Drachen. Habe ich auch immer gerne, natürlich. So, und jetzt kommen wir zu den richtig coolen Karten. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal von vorne hier. Wir haben Niederträchtiger Cyber-End-Drache in Secret Rare. Direkt zweimal. Eine Eismeisterin in Secret Rare. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ein General Gantalia. Nee, Jantala. Der Eisbarriere. Zweimal. Secret Rare. Einmal Dice Hojo der Eisbarriere. Ein Elementarheld Another Neos in Secret. Auch richtig, richtig cool für Hero Decks. Einmal Frostmagier der Eisbarriere. Cyber-End-Drache in Secret Rare. Auch sehr, sehr nice in dem Artwork. Ein Grand Neos nochmal in Secret Rare. Ein Leviathan-Drache in Secret Rare. Auch cool. Dann eine Straße zum Sternenlicht. Und dann noch ein paar Ultra-Rares, nämlich wie Nominon der König. Und Finsterer Ausrottungshexenmeister. Raumzeitpolizei. Elementarheld Chaos Neos und Sea Genie Erzinterbettler. Okay. Sehr, sehr krasse Einsendung auf jeden Fall. Danke dir dafür. Riesiges Danke. Und wenn ihr mir auch ein Paket senden wollt, dann schreibt mir einfach an YouTube-PN. Dann schreibe ich euch eine Ausweichadresse zurück, wo ihr mir ein Paket hinsenden könnt, weil das geht nicht zu einem normalen Postfach. Das heißt, ich muss euch da eine Ausweichadresse geben. Ansonsten, wenn es ein Brief werden soll, dann schickt mir einfach den Brief an folgende Adresse, die ihr oben lesen könnt. Christopher Robin Fischer, Postfach 1241 36372 Schlüchtern. Und schaut euch das Regelvideo an in der Videobeschreibung, wo ihr erklärt bekommt, was ihr tun müsst, um im Video vorzukommen. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.